Herr Sander. Ist er. Warum steckt denn da der Schlüssel drin? Herr Sander, Kripo. Da stimmt was. Guten Doc. Hallo Gerrit. Du willst wahrscheinlich schon Informationen haben, oder? Na, zum Abendessen wollte ich dich nicht einladen. Na, ist schon klar. So kenne ich dich. Also wahrscheinlich ist er an einer Atemlähmung verstorben. Ja, und wodurch? Tja, wodurch die ausgelöst wurde, kann ich dir noch nicht sagen. Da müssen wir die Laborwerte abwarten. Wahrscheinlich durch Gift. Was ist denn mit dem Todeszeitpunkt? Muss ich nochmal schauen. Das war... Totenstarre und Totenflecken, ja. Körperkerntemperatur nach zu urteilen war es gestern Abend 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr, also in dem Zeitraum. Also kurz nachdem er das KL verlassen hat. Er war gestern bei euch? Ja, als Zeuge. Mhm. Er hat in einer Drückerkolonne gearbeitet. Er sollte gegen seinen Ex-Chef aussagen. Wir mussten die Befragung plötzlich unterbrechen, weil es ihm schlecht ging. Mhm. Eigentlich wollten wir heute Abend mit ihm weitermachen. Verstehe. Ja, wie hat er denn ausgesehen? Was hat er denn gehabt? Also hat er sich irgendwie seltsam verhalten? Oder? Also man hat ihm auf jeden Fall angemerkt, dass es ihm schlecht geht. Hm. Erweiterte Pupillen. Und dann diese roten Flecken im Gesicht. Wie lange waren Sie bei dieser Drückerkolonne? Entschuldigung, was war die Frage? Geht's Ihnen nicht gut? Ich weiß nicht, mein Magen ist flau und mein Herz rast ein bisschen. Mein Mund ist so trocken. Brauchen Sie einen Arzt? Nein, ich denke, das ist nur die Aufregung. Ganz sicher? Ja, ich muss mich vielleicht nur ein paar Stunden hinlegen, dann geht's wieder. Ja, das ist kein Problem. Wir können die Vernehmung auch auf morgen verschieben. Sollen wir Ihnen ein Taxi rufen? Das wäre super. Vielen Dank. Ich bringe Sie raus. Danke. Ihre Jacke. Oh. Danke. Das hört sich nach ersten Vergiftungserscheinungen an. So wie du das beschreibst, gehe ich davon aus, dass er die Substanz oral zu sich genommen hat. Ja, und wann? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Also das hängt von der Dosierung und natürlich vom Gift ab. Weißt du, er wurde absichtlich vergiftet? Nicht unbedingt. Es könnte auch eine allergische Reaktion sein oder Medikamente, Drogen. Hat er dahingehend Probleme? Keine Ahnung, er war schließlich nur ein Zeuge. Mhm. Aber vielleicht wissen die Angehörigen mehr. Michael versucht sie gerade ausfindig zu machen. Und Stefan und Alex sehen sich mal in seiner Wohnung um. Ja, dann sollen die doch mal nach Medikamenten, Drogen und Ähnlichem Ausschau halten. Ja, gute Idee. Habe ich nichts gefunden? Ja. Was ist bei dir? Ich hier auch noch nichts Besonderes. Hier sind ein paar Medikamente, aber alles ganz normale, rezeptfreie Sachen. Da war ich schon. Passiert. Nehmen Sie Platz, bitte. Also zunächst möchte ich mein herzliches Beileid zum Tod Ihres Bruders aussprechen. Danke.
Meine Kollegen haben ihn gestern in seiner Wohnung gefunden, als sie ihn zur Vernehmung abholen wollten. Aber wie ist er denn überhaupt gestorben? Genaues wissen wir nicht, aber wir gehen von einer Vergiftung aus. Wahrscheinlich hat ihr Bruder Drogen genommen. Wussten Sie davon? Ja, er hat als Schüler damit angefangen. Deswegen ist er auch von der Schule geflogen damals. Aber er hat mir immer gesagt, er wäre jetzt clean. Ich habe mir schon gedacht, er hat mich angelogen, aber... Ja, da hatten Sie auch den richtigen Eindruck. Wir haben Crack in seiner Wohnung gefunden. Dann hat er mich tatsächlich angelogen. Jetzt, wo alles besser werden sollte. Seinem Job und alles. Sie meinen den Job in der Drückerkolonne? Nein, den als Lastwagenfahrer. Frau Sander, ich fürchte, da hat Ihr Bruder Sie schon wieder angelogen. Er war kein Lastwagenfahrer. Er hat in einer Drückerkolonne gearbeitet. Davon hat er mir überhaupt nichts erzählt. Ja, das war ihm auch peinlich. Er wurde dort nicht gut behandelt und ziemlich ausgenutzt. Er wollte gegen seinen Chef aussagen und deswegen wollten meine Kollegen ihn noch zu Hause abholen. Aber dann war es sicher dieser Chef. Man hört doch immer, wie skrupellos diese Menschen sind. Ich kann Ihnen versprechen, dass wir auch in diese Richtung ermitteln. Wann haben Sie Ihren Bruder zuletzt gesehen? Das war letzten Mittwoch. Er war schon irgendwie komisch, aber er wollte nicht drüber reden. Aber er hatte vor irgendjemanden Angst. Und jetzt weiß ich auch vor wem. Bitte, Sie müssen diesen Kerl verhaften. Frau Sander, ich kann verstehen, dass Sie wollen, dass schnell was passiert, aber wir können nicht wahllos rumlaufen und Leute einsperren. Wir haben nachher einen Termin mit seinem ehemaligen Chef und dann sehen wir weiter. Ja? Machen Sie sich mal keine Sorgen. Wir melden uns bei Ihnen. Die Kollegin fährt Sie nach Hause. Hanna? Wiedersehen. Bitteschön. Mann, Mann. Jetzt auch ein bisschen freundlicher, oder was? Ich dachte, wir hätten längst alles geklärt. Nein, das haben wir nicht, Herr Kleine. Sie kennen doch bestimmt Ralf Sander, oder? Na klar. Das ist ja die blöde Sau, die mich verpfiffen hat. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen. Er ist tot. Echt? Das wurde ziemlich blöd für ihn gelaufen, oder? Naja, es ist ja auch ein wenig blöd für Sie. Ja? Wir glauben nämlich, dass es kein Zufall war. Ach was? Was soll ich damit zu tun haben? Ich war die ganze Zeit in U-Haft. Ach, Herr Kleine, das muss doch nichts heißen. Das wissen wir doch beide, oder? Solche Aufgaben haben Sie sicherlich Ihre Leute. Ja, und selbst wenn. Warum hätte ich den Typen umlegen lassen sollen? Ich habe da längst alles gestanden. Wie bitte? Ja, das hat mein Anwalt mir geraten. Der hat nämlich einen Deal mit dem Staatsanwalt ausgehandelt. Ach was, das wussten Sie noch gar nicht? Das tut mir jetzt auch echt leid. Ja, uns auch. Deswegen beenden wir jetzt erstmal die Unterhaltung. Bringst du bitte weg. Mann, nee. Das wird schon wieder sein hier. Der Staatsanwalt hat wirklich das Geständnis vorliegen. Ja, er ist in allen Punkten geständig. Das ist unglaublich. Somit hat er nämlich kein Motiv mehr, Sander umzubringen. Ja, außer er hat irgendjemanden beauftragt, ihn zu töten und konnte ihn nicht mehr zurückpfeifen. Oder naja, der Tote wusste irgendwie mehr, als im Geständnis steht. Oder, keine Ahnung, er wollte sich nur rächen. Gerrit, oder, wir wissen es halt nicht. Naja, ich habe auf jeden Fall mal die Kontodaten des Toten überprüft. Ja, das Konto ist eigentlich immer bis zum Anschlag überzogen gewesen. Aber hier, letzten Montag gibt es eine Einzahlung. Auf einen Schlag 10.000 Euro. Potzblitz. Ja, bei der Drückerkolonne kann er das Geld nicht verdient haben. Wir wissen nicht, wo er es sonst her hat. Und die Schwester weiß es auch nicht. Die weiß allgemein wenig über ihren Bruder. Verstehe. Michael, der Doc hat gerade angerufen. Das ist wichtig, sehr wichtig. Okay. Also wir haben das verwendete Gift jetzt analysiert und isoliert. Ja, was kam dabei raus? Es handelt sich um Atropin, ein natürliches Gift. Wird auch für medizinische Zwecke verwendet. Und für was zum Beispiel? Zum Beispiel in der Augenmedizin oder bei Insektizidvergiftungen. Man kann es auch gegen Reizblase und Verdauungsstörungen einsetzen. Ja, das kann tödlich sein. Ja, natürlich. Deshalb sind ja auch Medikamente mit Atropin verschreibungspflichtig.
Also Medikamente dieser Art haben wir bei ihm zu Hause nicht gefunden. Da gab es nur Crack. Ja, davon haben wir auch Spuren in seinem Blut gefunden. War wahrscheinlich stark abhängig. Deshalb wollte er keinen Arzt bei der Befragung. Tja, sonst wäre alles rausgekommen. Ja, das Crack hatte aber mit seinem Tod nichts zu tun. Also Auslöser für diese Atemlähmung war eindeutig das Atropin. Ja, Leute, dann ist die Frage, wie und wo hat er das Atropin zu sich genommen? Also eventuell mit Geflügelfleisch. Ich habe nämlich entsprechendes in seinem Magen gefunden. Moment mal, der Typ war doch ganz scharf auf Hähnchen, als er den Geflügelwagen unten vorm K11 gesehen hat. Das stimmt. Der hat während der Autofahrt schon so rumgequengelt, dass er totalen Kohldampf hätte.